So, hallo ihr Lieben und wunderschöne Ostern wünsche ich euch. Heute ist Ostersonntag und von dem her wünsche ich euch ein frohes Osterfest. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut. Uns nur ganz kurz geht es jeden Tag so ein bisschen besser. Wird jetzt schon mal wieder gar werden. Heute scheint die Sonne auch richtig gut. Von dem her werden wir uns dann noch ein bisschen in den Garten setzen. Und das ist jetzt auch dieser Grund oder der Grund, warum ich jetzt dieses Video gleich abdrehen möchte, weil ich ein paar Sachen mit auf die Terrasse nehmen möchte zum Weiterverarbeiten und weiter basteln. Bei mir hier außenrum, ich habe jetzt versucht, mal so die Unterlage, hier liegt überall alles rum, so ein bisschen freizuräumen. Ich mache euch mal ein Bild und hänge euch mal ein Bild mit rein, wie es bei mir hier momentan eben aussieht. Es sind eben ein paar Sachen von eBay angekommen. Ich hatte in dem letzten Video, also in dem 10 Fragen ein Tech-Video schon gesagt, dass ich ja so ein bisschen mich mal in diesem Altered Book oder Junk Journaling ausprobieren möchte. Und von dem her bin ich momentan schon so am Suchen und Sammeln von ganz vielen Sachen, die halt so rumfliegen. Ich habe hier so eine schöne Box, da hat mein Schwager sich mal ziemlich teure Messer bestellt, gekauft, und da ist hier so eine schöne Box, da sammle ich schon ein bisschen was drin momentan. Das sind jetzt nur so ein paar selbstgesammelte Sachen. Ich kann euch dann auch noch mal ein bisschen selbstgemachtes Papier zeigen. Hier sind eben so ein paar alte Buchseiten jetzt schon drin. Das wird so meine Sammelkiste. Hier sind so ein Herz-Doilies und hier schon mal so ein paar Probeversuche, irgendwas zu falten. Hast du nicht gesehen? Solche Sachen. Da ist gleich mal hier, ne, noch Buchseiten mit Bildern. Hier sind so, wie heißt das? Teebeutel, also so, ne, wo du losen Tee reinpacken kannst. Dann hier so Urkundenpapier und aber so Zeug. Hier sind ein paar Federn mit drin. Also das ist momentan eben so Briefumschläge von der Kirche und von den Versicherungen. Und hier ein paar Streifen abgeschnittenes Papier und was es nicht alles gibt. Ne? Hier mal so ein oranger Umschlag. Hier ist eine Papiertüte vom DM noch mit drin, weil ich auch das eigentlich ganz cool zum Ausschneiden finde oder zum Weiterverarbeiten finde. Habe aber überall hier in der Gegend jetzt so Zeug rumstehen, also so Sammelboxen rumstehen, wo jetzt ganz viel Zeug gesammelt wird. Hier habe ich jetzt vorhin schon ein bisschen rumgekleckst. Ich will aber jetzt deswegen nicht die Unterlage abdingsen, ab. Fummeln. Von dem her bleibt es jetzt so. Wir legen einfach was drauf und dann sieht man das nicht mehr. Ich überlege gerade, ob ich das Licht einschalten soll. Ist das so besser? Weiß ich nicht. Ich lasse es mal aus. Oder? Ich lasse es, glaube ich, mal aus. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal, was ich alles so ein bisschen geshoppt habe. Ich fange aber jetzt mal mit Ali an. Das sind nämlich so 1, 2, 3, 4 Perlen sind nämlich noch angekommen. Unter anderem. Und einmal sind hier drei so Pigmente angekommen. Das sollen Chamäleon-Pigmente sein. Also die sollen eben so, ne, fürs UV-Harz oder fürs normale Harz. Die sollen so zwischen lila, ich denke, so kann man es sogar ein bisschen sehen, zwischen lila und blau oder zwischen grün und hast du nicht gesehen. Aber das ist jetzt alles, das habe ich vor längerer Zeit schon bestellt gehabt. Das kommt in den Keller und dann, wenn wir damit rumfummeln, dann hole ich das wieder raus und dann sind eben hier ein paar Perlchen angekommen. Perlen mache ich momentan echt gar nichts, aber die hatte ich halt auch schon länger bestellt und jetzt sind sie endlich angekommen. Zum einen habe ich die hier mitbestellt in so einem also rosa-pink-weiß-Ton. Die finde ich eigentlich ganz cool, da wollte ich Goodies mitmachen, aber ja, muss mal gucken, ob da jetzt das in der nächsten Zeit funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Das sind diese Bilberry-Perlen. Ne? Ich glaube, 50 Stück sind das in 10 mm. Und dann habe ich hier noch dreimal Sternchen mitbestellt. Die sind so Großlochsterne. Die sind ganz praktisch immer, wenn man über na sag's, Lederbänder, also so etwas größere Lederbänder, was tun möchte. Ne? Das sind so Großlochperlen, das sind Acrylperlen in Rosé, Silber und Gold. Ich glaube auch jeweils 50 Stück habe ich mir damit bestellt. Das hier war ein Goodie, das habe ich nicht bestellt. Ich habe nochmal nachgeguckt in der Bestellung. Hier ist so ein bisschen Gliederkette als Goodie, fand ich ganz cool, kann man immer gebrauchen. Und dann habe ich mir jetzt hier eben 8 verschiedene Farben von so Drachenvenen oder Drachenadern. Achate habe ich mir bestellt. Ich glaube, es wandert tatsächlich ein bisschen ins Hirn. Genau, die hatte ich mir eben mitbestellt. Und zwar mal einmal hier in alle 6 mm in so super schönen, ich lasse die jetzt drin, ne, so super schönen
Dunkelblau, das sieht jetzt in der Kamera eher gräulich aus, aber so in ne, Natura sind sie eigentlich eher so dunkelblau-grau. Die hier, dann die sind auch wunderschön. Das hat echt, das sieht so aus wie Feuer tatsächlich ein bisschen in so Rot-Orange-Tönen. Hier, das könnte, es ist aber doch nicht zweimal das gleiche, doch eigentlich ist es ein zweimal das gleiche. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich zweimal den Strang, oder habe ich den doch? Ich weiß es nicht mehr. Also hier, ne, die zweimal. Dann in diesem wunderschönen Rotton, ne, alles so ein bisschen mit Adern durchzogen. Hier diese pinken, die finde ich schon fast ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, das Lila fehlt. Also ich hätte eigentlich einmal Lila bestellt und nicht hier zweimal dieses Grauschwarz. Dann hier dieses Blau, wunderschön. Dann in Weiß und in Grün. Das Grün finde ich auch super schön. Auch die Kombination mit dem Weiß hier. Oder diese Kombination finde ich eigentlich auch ganz cool. Dieses Grün mit dem Orange, Orange, Orange. Genau, das war also das, was ich bei Ali bestellt habe. Und dann geht es jetzt eigentlich schon so in eBay, was ich mir eben fürs Junk Journal bestellt habe. Ich räume das aber schnell mal weg, weil es wird ein bisschen mehr. So, und dann suchte ich ja momentan alles, was irgendwie mit Junk Journal zu tun hat, All That Book und hast du nicht gesehen. Und habe dann einfach bei eBay mal geguckt, ob man da vielleicht alte Zeitungen oder alte Sachen bekommt zu vernünftigen Preisen und habe tatsächlich so ein paar Sachen ersteigert. Das sind jetzt zum Beispiel schon angekommen, da fehlen noch ein paar Sachen, aber die zeige ich euch dann wann anders mal. Vielleicht in dem Vlog oder in dem nächsten Haul. Es sind jetzt eben ganz viele alte Zeitungen schon angekommen. Guckt mal, hier Hagener Zeitung, die ist vom 26. November 1921 und ich finde es einfach unglaublich interessant auch, mal zu sehen, was da in der Zeitung stand. Ich meine, die sind vom Zustand her jetzt alle nicht mehr so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, von 1921. Und jetzt guckt euch das doch mal an. Das ist doch fürs Junk Journal. Ich schmeiße hier gerade alles um, um Gottes Willen. Ist das doch perfekt, oder? Also so zum Embellishments machen. Man muss es halt wirklich ein bisschen vorsichtig behandeln, tatsächlich. Aber prinzipiell finde ich das schon mal mega cool. Also hier haben wir, ne, mit alter Schrift so eine uralte Zeitung. Jetzt muss ich mal gucken, ob das die war, wo das Männchen und ich so. Nee, das war die anscheinend nicht. Ne, also hier einmal eine Hagener Zeitung. Und ich muss mal sagen, von den Preisen her, falls das jemanden interessiert, also die Zeitungen, so diese einzelnen Zeitungsblätter, da biete ich immer so drauf, dass ich höchstens 2 € für ein so ein Blatt oder für ein was ausgebe. Ne? Meistens so für 1 € oder 1,50. Bei anderen Sachen habe ich auch mal ein bisschen mehr ausgegeben. Das kommt aber dann später noch. Hier haben wir dann ne, so eine Süddeutsche Woche, auch also riesiges Bild vorne drauf und hinten. Ne? Ich finde das hier relativ cool. Muss ich mal gucken, wie ich das einbauen kann. Ich habe schon so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich zum Männchen schon gesagt habe, war das hier drin? Nein, ne? Aber hier, das ist schon eigentlich ziemlich cool. Stratosphärenflug, zum Stratosphärenflug gestartet, ne? Also muss man mal überlegen, die ist jetzt von, steht das hier irgendwo? Ne, es steht nirgends. Weiß ich jetzt gar nicht, von wann die ist, aber auch so zwischen 20er und 30er Jahre. Ist schon ganz cool, ne? Was da vorher mal los war. Hier die Jokes, Humor, ne? Also Witze mit drin und megamäßig cool. Ich habe schon zum Männchen gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das verwenden soll. Man ist dann jetzt ein bisschen ehrfürchtig, sage ich jetzt mal. Und weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch verwenden möchte. Hier war noch eine Dankekarte, das ist sehr nett. Das war sehr, sehr nett. Ich halte mal hier zu. Vielen Dank für Ihren Kauf. Bleiben Sie gesund. Haha, hat nicht so funktioniert, aber kann der Gute ja nicht wissen. Ja, und dann haben wir hier noch, komm mal raus hier, das sind alte Werbeeinleger tatsächlich. Da gab es dann auch noch ein Goodie dazu, das zeige ich euch gleich mal. Na komm her, genau, das sind auch so uralte, ne, Werbeeinleger, wobei so alt sind die, glaube ich, noch gar nicht. Hier, ne, also alles so, das ist eigentlich ganz cool, weil die, ne, gleich in DIN A5 sind, also gefalten DIN A4 auf DIN A5. Auch ziemlich cool, da weiß ich, dass die 4 Stück 1 € gekostet haben. Ne? Macht sich auch in so einem Junk Journal ganz cool. Die hier habe ich mir bestellt oder sind angekommen. Das gleich weg. Da gab es eben so ein kleines Büchlein. Das ist irgendein altes SED-Büchle, glaube ich, oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also ne, hat alles nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. Aber vielleicht könnte man das auch zu einem kleinen, wie heißt, zu einem kleinen
Junk Journal, All Dot Book oder wie auch immer. Vielleicht kann man das ein bisschen umgestalten. Und dann geht es hier schon weiter. Das lasse ich jetzt mal drin, weil die ist... Nein! Ach, welche war denn das? Das weiß ich jetzt nicht mehr. War das die? Ich weiß es nicht mehr. Ich lasse die jetzt aber auch mal drin. Also hier sind noch mehr solche alten Zeitschriften. Hier ist eine alte Landkarte tatsächlich noch mit drin. Auch uralt. Und das hier finde ich eigentlich ziemlich cool. Das hole ich mal raus. Der hat auch ein bisschen mehr gekostet. Der hat, glaube ich, 3,90 Euro gekostet. Aber auch das finde ich jetzt kein Geld, ne? Weil man ihn halt wirklich gut zerlegen kann. Der ist schon in relativ schlechtem Zustand. Aber das ist von 1928 ein Kalender. Und der hat echt, also allein diese Seiten, oder? Wie man, die kann man doch hervorragend umgestalten und dafür verwenden. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich stelle mir es relativ cool vor, ne? Also hier auch die alte Schrift halt einfach. Hier mal so ältere Farbzeichnungen, Farbbilder. Und ja, ich bin auch momentan, also was heißt momentan, ist immer so, wie ich es eben kann. Das sieht ja auch ganz cool aus eigentlich, oder? Habe ich mich in der Gruppe Junk Journal Deutsch mal ein bisschen umgeguckt. Und ich glaube, da gibt es eine Happy Mail Liste, da muss ich aber erstmal nachgucken. Vielleicht kann man da ja auch mal was teilen, ne? Also muss ich mal fragen, wie die Mädels das gerne hätten. Oder also wenn da jemand Interesse hat, jetzt hier, ne, das werde ich ja selber wahrscheinlich nie alles verarbeiten können. Oder ich kann mir es zumindest nicht vorstellen, wenn da, vielleicht packe ich da mal so ein paar Happy Mails oder so damit. Genau, das ist angekommen. Dann habe ich hier, das habe ich einfach mal, da war, es war bei irgendjemandem, glaube ich, dabei, habe ich einfach mal einen Euro drauf geboten und habe es tatsächlich bekommen. Und zwar sind das zwei so ewig lange Bahnen, das habe ich überhaupt nicht gelesen und das habe ich echt für einen Euro dann bekommen. Das ist hier weißes PU, also Kunstleder und hinten drauf eben so auf Stoff und das habe ich jetzt zwei so ellenlange Bahnen von diesem weißen PU, oder ist es, ja, ist es, denke ich, PU-Leder, habe ich jetzt da. Mal gucken, was ich da draus mache, ob man das vielleicht einfärben kann. Vielleicht, wenn da jemand schon mal mit so Ledersachen irgendwie Erfahrung hat, da kann er mir vielleicht mal Bescheid sagen, was ich da am schlausten jetzt damit mache, jetzt wo ich es habe. Ich habe halt gedacht, man kann es vielleicht zusammenschneiden und als Cover irgendwie oder zum Einband machen. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber erstmal haben wir es, ne? Also lieber haben als brauchen. Das ist leer. Dann weiß ich jetzt noch nicht, mit was ich richtig weitermache. Wartet mal. Achso, hier habe ich noch was. Guck mal, das ist dazwischen gefallen. Das war auch noch von eBay. Das ist schon ein wenig länger angekommen. Deshalb war das jetzt im Karton ganz unten. Das sind alte Notenblätter. Ich glaube 30 Seiten oder wie viel das waren. Auch ziemlich cool und in einem relativ großen Format. Also es ist auf jeden Fall... Es ist nicht, glaube ich, nicht A3, ist es nicht ganz, aber so ein riesiges Format. Da habe ich auch eben einige in den unterschiedlichsten Altersfarben, sage ich mal. Ne? Also hier so ein bisschen ja, dunkler vergilbt schon und hier ein bisschen neuer. Also die sind noch mit angekommen. Stopfe ich jetzt mal hier drunter. Vielleicht kriegen wir da ein schönes Thumbnail gleich mit zustande. Und dann habe ich mir, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, hole ich jetzt mal das hier so raus. Also zum einen habe ich hier mir meinen alten Kalender, das war mal von 2016, ein alter Buchkalender, ne, hier so. 2016, da habe ich mal so ein bisschen reingekritzelt, das habe ich mir jetzt rausgeschnitten und habe jetzt hier einfach so eine Sammel, erstmal nur so einen Sammelklatsch daraus gemacht und habe hier ganz viele super schöne Printables mir von der lieben Luise Heinzel gekauft bei ihrem Etsy-Shop und habe mir das letzte Woche Freitag, also an meinem letzten Arbeitstag vor der Quarantäne, habe ich gedacht, boah, druckst du in der Arbeit gleich alles aus, ne? Kannst du richtig schön damit basteln. Weil halt in der Arbeit trotzdem mit dem Laserdrucker geht es halt erstens schneller und von der Qualität als hier mit dem Tintenstrahldrucker zu Hause mit so einem kleinen Pobelding. Habe ich mir gedacht, machst du das alles gleich in der Arbeit und habe mir hier diese wunderschönen Papiere ausgedruckt. Da schaut bitte einfach auf jeden Fall mal bei ihrem Etsy-Shop nach. Sie hat wunderschöne Designs und wunderschöne Sachen. Ne? Also hier dieses Designpapier, mega schön. Ich finde die hier, die liebe ich ja. Also diese... Also unglaublich schön, ne? Ich finde ja dieses Bunte mit diesem, also grau und auf alt gemacht und dann in Kombination mit bunt, finde ich mega, mega mäßig. Hier sind jetzt so ein paar Trenner drin, also ne, habe ich mir unterschiedliche Designs gekauft.
Hier fängt, glaube ich, jetzt das Alice-Thema dann an. Ja, genau, ne? Also hier mit Alice-Thema und hast du nicht gesehen. So, und dann habe ich eben den Fehler gemacht, weil ich es eben auf zwei verschiedenen Grammaturen ausdrucken wollte. Also das normale Designpapier habe ich auf einem normalen 80-Gramm-Papier ausgedruckt und diese ganzen Tags und Ephemeras, die in den Kits dabei sind, habe ich auf 160-Gramm-Papier ausdrucken wollen. Habe das zwar, ne, die ganzen Dateien, die du dann nach dem Bezahlen und nach dem, also kannst du dir dann die Dateien downloaden. Und habe das auch getrennt in zwei Ordner und habe, also habe sie, ach nee, 100 Gramm Papier habe ich genommen und 160 Gramm Papier, genau. Und habe zwar die zwei Ordner getrennt und habe es dann, ne, immer das Papier in den Drucker rein oder in den Kopierer rein und habe dann auf alle Senden eben gedrückt, alle Drucken, alle Senden gedrückt. Und habe aber nicht aufgepasst, dass der Drucker irgendwie das nicht verknust hat und habe von den Designpapieren ganz, ganz viele einfach nicht ausgedruckt und das kotzt mich ein bisschen an, weil ich jetzt damit halt nicht arbeiten kann. Also ich habe immer hier oben und unten nur den Streifen, seht ihr das? Ne? Also ganz, ganz viele Papiere, die ich einfach noch nicht habe. Hier ist diese Waldtiere, das ist echt, also schaut mal ja, bei ihr durch unbedingt. Also das hier oben ist alles, sind alles Fehldrucke, also das Großteil sind hier oben Fehldrucke. Aber ich kann ja das trotzdem noch verwenden, also warum wegschmeißen? Ne? Hier fehlt Alice der Kopf und allem. Ja, und komme dann eben nach und nach, wenn ich dann wieder in der Arbeit bin, hier auch, ne, voll schade, aber das wird trotzdem alles irgendwie noch mit verwendet. Wenn ich dann wieder in der Arbeit bin, dann wird das eben nach und nach wieder ausgedruckt, neu ausgedruckt. Aber da möchte ich jetzt eben nicht zu viel, also guckt euch das doch mal an, das ist nicht mega witzig, oder? Da freue ich mich richtig schon drauf zu arbeiten. Da habe ich auch schon was im Kopf dazu, zu dem Alice-Thema. Mega, schaut euch das mal an. Sehr geil, oder? Freue ich mich jetzt schon drauf. Deswegen möchte ich jetzt auch das Video gerne fertig machen. Da habe ich dann nochmal händisch nachgedruckt. Deswegen, also einzeln nachgedruckt. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr von. Ja, hier hinten liegen auch noch so ein paar, warte mal, von der Kollektion, die ich super finde. Das hier oben habe ich mir schon mal bereitgelegt, weil ich damit schon was vorhab. Und hier sind eben noch andere, die funktioniert haben. Warum auch immer. Guckt mal, wie süß. Wie süß, wie süß. Und hier Glugan Gertie. Ist die nicht mega? I love Glugan Gertie. Die ist so super mega. Ja, also schaut bitte auf jeden Fall mal, wenn jemand Interesse hat an solchen Sachen, guckt euch das doch bitte mal einfach an, oder? Wie krass genial. Oh, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, was damit zu machen. Ich habe eben die Sachen von eBay noch ein bisschen dazu gebraucht, aber jetzt kann ich damit echt endlich mal anfangen. Zeit habe ich ja in der nächsten Zeit, das lege ich jetzt mal zur Seite. Zeit habe ich ja in der nächsten Zeit noch ein bisschen, bis zum 10. sind wir jetzt auf jeden Fall mal noch in Quarantäne und dann müssen wir wieder zum Test. Ach, andere Geschichte, will ich jetzt hier gar nicht drüber fachsimpeln. Ich muss mal schnell von meinem Käffchen trinken und dann zeige ich euch noch so ein paar Reste und dann lasse ich euch auch für heute schon wieder in Ruhe. Wartet mal. So, dann habe ich hier noch zwei Designpads. Also wir kaufen ja kein Papier mehr. Ich kaufe mir ja kein Papier mehr. Witzige Geschichte. Das sind handgeschöpfte Papiere. Die musste ich einfach haben. Da hat ein so ein Block hat 3 Euro gekostet. Aber die sind einfach wunderschön. Guckt euch die bitte doch mal an. Das sind alles, also wie so handgeschöpfte Papiere. Das war jetzt, glaube ich, Silber und Gold oder wie das heißt. Guckt mal, das glitzert. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, so erkennt man es ein bisschen. Ja, die habe ich mir noch mitbestellt, diese beiden Blöcke. Auch sehr cool, ne? Hier das Geprägte. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja, das und das und das und das und das und das und das. Auch schön. Mega, ne? Mit diesem Holo-Glanz oder mit diesem Metallic-Glanz. Mega. Da möchte ich in der nächsten Zeit echt ein bisschen rumpopeln damit. Das hier, da mache ich dann die Banderole später wieder drauf. Und das hier, also hier steht es auch, ne, 25 Sheets of Handmade Paper, also so handgeschöpftes, ah ja, das war die grüne Edition, genau. Das hat eben alles so ein bisschen unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Dicken, unterschiedliche Stärken, ne? Das hier ist jetzt eher ein bisschen glatter, das nächste, das hier ist jetzt eher wieder ganz rau. Hier habt ihr es sogar abgesteppt, ne? Also wirklich hier nochmal genäht gleich das Papier. Hier sieht man, wie ins Papier einfach Blüten, also getrocknete Blätter und Blüten mit eingearbeitet sind. Hier dann auch wieder so mega super schön strukturiert. Genau, die habe ich mir dann noch mitgegönnt. Das sieht ein bisschen aus wie Sandpapier, wie so Schleifpapier.
Da bin ich echt ein bisschen drin verliebt. Wahrscheinlich kann ich es echt nicht verwenden. Das ist jetzt ein bisschen so semi-transparent. Hier wieder so abgesteppt. Von der Größe muss man halt mal gucken, wie ich das dann in das nächste, also in so ein Junk Journal mit einbauen kann. Aber sehr, sehr geile Papiere. Ja, die beiden Blöcke habe ich mir noch mitbestellt und dann war es das, glaube ich, jetzt auch schon wieder so einigermaßen. Ich schaue noch mal kurz rum, ob hier noch irgendwas liegt, was ich euch zeigen könnte. Das hier kennt ihr ja schon. Die habe ich mir nur vom Keller mit hochgebracht. Da hatte ich letztes Jahr schon mal einen Haul dazu gemacht. Die waren in der Wühlkiste für 10 Cent. Das sind drei Kalender. Ne? Da habt ihr hier unten die unterschiedlichen Motive, nur mal so kurz. Das hier, dann hier diesen, da hatte ich auch schon mal Karten in irgendeinem Craft-Update gezeigt. Und hier haben wir so ein bisschen Herzi-Herzi. Das ist ja auch immer ganz cool zum Ausschneiden. Ach, ein was habe ich noch. Warte mal, ich packe mal die hier schnell wieder weg. Mich gestern erst gekommen, deswegen habe ich da jetzt gerade gar nicht dran gedacht und ich habe es ja auch vor allem noch nicht aufgemacht. Wenn in diesem Chaos, wenn ich irgendwas finden könnte in diesem Chaos, dann habe ich hier noch, ja. Und zwar habe ich mir drei verschiedene Sätze Tarotkarten bei eBay bestellt. Über eBay China kam das. Und da habe ich gedacht, dass man die ja auch hervorragend fürs Junk Journal, also für so Tags nehmen könnte, eventuell. Dann habe ich jetzt erstmal drei Sätze. Da hat einer ein Satz zwischen 6 und 7 Euro gekostet. Ich glaube, das waren die günstigsten. Und die Botanical waren, glaube ich, die teuersten. Wenn ich den Händler noch finde, den eBay-Händler noch finde, dann setze ich euch den mal in die Infobox. Jetzt möchte ich bloß das nicht kaputt machen und möchte es aber trotzdem mal aufmachen mit euch. Ah, jetzt. So, und dann sind das eben hier alles so Tarotkarten. Ach, geil. Guck mal, allein schon hier der Hintergrund, oder? Also die Rückseite von diesen Karten. Das sind ja echt viele. Ich glaube, 48. Nee, das sind 48 und das sind 72. Und jetzt guckt mal, das sind alles hier so, ne? Alle so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, wie angehaucht ich das jetzt meine. Ach, schau mal, das sind alles die gleichen. Ist ja doof. Ach nee, die sind nicht gleich, also die haben nur andere Zahlen. Jetzt mache ich aber trotzdem das Licht mal an. Oh, ich bin heute nicht so richtig gut vorbereitet, ha, Leute. Merkt ihr das? Ja, ein bisschen, ne? Ich bin krank. Genau, das sind alles hier so ein bisschen diabolisch, sage ich jetzt mal hier, ne? Also wenn man so auf Halloween oder, ne, hier auch diese Schwerter. Sind halt hier so unterschiedliche Kärtchen. Auch da bin ich also gerne bereit, mal ein paar abzugeben. Ich werde das Video vielleicht auch mal in der Gruppe posten und wenn dann wirklich, also ihr Lieben in dieser, ich finde diese Gruppe unglaublich nett. Also ich habe nur so den Hallo-Post irgendwie abgesetzt und da ist eine richtig witzige Konversation draus geworden. Also ich habe bis jetzt noch nichts getan, deswegen konnte ich noch nicht richtig viel weiter posten. Aber allein so die Willkommenskonversation war mega witzig. Da danke ich schon mal allen, die sich daran beteiligt haben. Hier auch sehr cool, oder? Und Mädels, wenn ihr das eben jetzt sehen solltet, wenn irgendjemand sich angesprochen fühlt und sagt, er hätte Interesse an irgendwie so ein paar Sachen. Ich teile natürlich sehr, sehr gerne. Vielleicht meldet sich ja jemand, der da was braucht oder Lust drauf hat, so eine kleine Happy Mail von mir zu bekommen. Bloß jetzt mal prinzipiell, bis ich jetzt die anderen zwei ausgepackt habe. Wir haben heute den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen und haben auch mal gefragt, wie denn das ist, weil wir müssen ja morgen momentan versorgt werden. Wie denn das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Nachbarn einen Umschlag mit Geld an die Tür hängen würden, die für uns einkaufen gehen zum Beispiel. Oder ne, wenn mein Paps geht momentan für mich einkaufen. Mal andersrum. Wie denn das ist, wenn, ob sich der Virus oder diese Zellen eben auf totem Material halten. Und da hat der aber vom Gesundheitsamt gesagt, überhaupt kein Problem. Also solange die irgendwie, ich glaube, 48 Stunden, das Männchen hat mit ihm telefoniert, keinen Wirt finden, ist da alles dufte und sterben dann ab. Ne? Also es braucht sich keiner Gedanken machen, vielleicht auch jetzt nicht mal wegen mir, sondern vielleicht, wenn irgendjemand anders sich, ihr wisst ja auch nicht, wenn ich jetzt das bei eBay bestelle oder wenn ihr euch irgendwo was bestellt, ob derjenige jetzt gerade positiv getestet wurde oder wie auch immer. Also nur, um da vielleicht ein bisschen allen Angst, also nicht wegen mir, sondern
in der Allgemeinheit ein bisschen Angst rauszunehmen. Ihr könnt euch nicht anstecken, wenn ihr jetzt von jemandem Positiven eben so was bekommt. Wenn ihr vorsichtig sein wollt, was ja auch durchaus sinnvoll ist, desinfiziert euch die Hände danach, wenn ihr damit gebastelt habt, macht einfach all das, was ihr bis jetzt auch nicht gemacht habt oder was ihr bis jetzt auch gemacht habt, seid vorsichtig und seid von der Hygiene her schön umsichtig und da kann keinem was passieren. Also das nur mal so weit. Ne? Also ist vielleicht interessiert das ja auch mal jemanden, ne? Also dass da euch eigentlich nichts passieren kann. Hier sind jetzt Botanik-Sachen drin. Oh ja, mega. Guckt euch die mal an. Mega! Ah, die sind richtig cool. Nur mal so ganz schnell. Oh, die ist cool, ha? Nur mal schnell durchgeflippt. The Secret Language of Flower. Ah ja, guckt, also da ist noch mal so eine Beschreibung dazwischen. Also wie schon gesagt, wenn ich gebe natürlich sehr, sehr gerne was ab, weil ich es alleine wahrscheinlich nicht verbasteln könnte. Gerne meldet euch, schreibt mir eine E-Mail oder ja, nicht oder. Schreibt mir eine E-Mail. Vielleicht komme ich in der nächsten Zeit ein bisschen dazu, mal so ein paar Happy Mails fertig zu machen und dann halt, ne, mal was zu verschicken. Also ist mir wohl auch schon aufgefallen, dass in dieser Gruppe auf Facebook, dass da der Zusammenhalt echt mega ist. Also ich bin momentan noch stille Mitleserin gewesen, aber boah, guckt mal, die sind sogar oben noch, die haben sogar oben noch. Ach, die sind so silber noch mal oben. Wie nennt man denn das, wenn das hier so silbrig ist? Ah, die sind cool. Ja, genau, das sind die, die so richtig quietschige Farben haben. Also quietschig, also so richtig. Ah, die hängen so ein bisschen zusammen. Ja. Oh, jetzt merke ich aber schon, dass ich viel gesprochen habe. Also jetzt muss man schon mal wieder ein bisschen aufhören. Boah, die sind super schön. Da kriegt auch wahrscheinlich meine liebe Mareike. Mareike, guck mal, wenn du es gesehen siehst, ne, du bist doch auch so ein bisschen hier. Also zum einen macht sie ja unglaublich auch gerne selber Junk Journal. Macht sie ja. Die hängen noch ein bisschen zusammen, wahrscheinlich durch dieses Versilbern hier oben. Und dann steht sie ja auch auf so Halloween und Witchcraft. Das habe ich. Das war ein Bild, ein Produktbild, das weiß ich noch sicher. Mega schön. Auch witzig. Ja, also ich kann es nur noch 300 Mal sagen. Ich setze mich jetzt die Tage, heute setze ich mich noch ein bisschen auf die Terrasse, aber dann setze ich mich die nächsten 6 Tage, 7 Tage Quarantäne haben wir, 6 Tage Quarantäne haben wir jetzt noch, werde ich mich mal hinsetzen und werde so ein paar Happy Mails zusammenstellen und dann schauen wir mal, ob sich jemand meldet, ob jemand Bock drauf hat. Allein auch schon hinten, ne, die Rückseite, sehr, sehr cool. Ja. Leute, ich glaube, das war es jetzt so einigermaßen von dem, was alles angekommen war. Ist aber ja auch schon einiges, möchte ich sagen. Ich habe hier noch so ein paar Sachen. Alte Ostereierverpackungen und hier von der goldenen Kugel kennen wir auch alle. Kann ich die gleich noch mit dazu schmeißen? Die haben wir jetzt in der letzten Zeit zusammengefuttert. Die hatten wir noch. Das ist perfekt zum Junk-Journalen, habe ich schon festgestellt. Das kann man hervorragend benutzen. Hier einmal. Und dann habe ich hier, da sind noch schon glatt gestrichene Ostereier und goldene Kugelverpackungen mit drin. Und dann habe ich hier von der lieben Niki ja dieses wunderschöne Büchlein jetzt zu Ostern bekommen. Da habt ihr. Ach, die habe ich euch noch nicht gezeigt, glaube ich. Guckt mal. Die habe ich mir auch bei eBay mitbestellt. Das sind 2 Stickerbögen, die waren schweineteuer. Ich glaube, die haben 3,90 € gekostet. Aber ich fand die einfach super schön. Das ist fast so ein bisschen wie Cloisonné oder wie Glasmalerei. Ich finde die mega schön. Auch die hier farblich. Die hier habe ich noch mit drin. Dann sind hier die Federn von der Niki im Paket mit drin. Hier ist der Stein des Anstoßes aus der Facebook-Gruppe drin. Da habe ich hier einfach von den Kartoffeln den Hängel abgerissen. Also da sind so, ne, von unseren Kartoffeln, die Verpackungen hier vom Ibu, die der Beipackzettel, dann hier von der Weinflasche oben so die Sachen und lauter so kleinen Krembimbelzeug hier von nochmal Süßigkeiten, Verpackungen, hast du nicht gesehen, Zigarettenpapierchen vom Männchen, hier diese super schöne Wolle, die mir
die Niki mitgeschickt hat. Da könnten wir das hier gleich noch mit reinpacken. Da habe ich altes Fliegengitter tatsächlich, ne? Das nehme ich hier auch mit zum Junk-Journalen, so lauter so Stückchen. Dann habe ich hier noch so eine alte Elastikspitze, die ist schon völlig zusammengefrieselt, ne? Also das so Elastikspitze, aber für die Tassels kann man die ja hervorragend noch mitnehmen. Also irgendwie liegt momentan überall irgendwelches Papier rum und muss erstmal kritisch von mir beäugt werden, ob das nicht vielleicht doch noch gebraucht wird. Hier sind vom Gesundheitsamt sind jetzt unsere Tests gekommen, also unsere Testergebnisse. Da finde ich von den Umschlägen immer den Inhalt. Das sind so nicht durch, also so secure Umschläge, die du eben nicht durchlesen kannst, nicht durchschauen kannst. Ne? Da finde ich immer den Innenteil eigentlich ganz cool. Ja, also auf jeden Fall heftig viel Krembembel. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch anfangen damit, so richtig. Aber ich habe noch ein bisschen Angst und ein bisschen Ehrfurcht von den Materialien und von dem her schaue ich wahrscheinlich erst noch ein bisschen zu und versuche das dann in der nächsten Zeit so ein bisschen anzugreifen. Ja, na gut. Hey Leute, das war's jetzt erstmal. Wie schon gesagt, ich setze mich jetzt noch ein bisschen auf die Terrasse und dann werde ich hier schon mal so ein bisschen anfangen. Ich wünsche euch, wie schon am Anfang gesagt, noch wunderschöne Ostern. Seid immer schön vorsichtig, passt schön auf euch auf und seid immer schön kreativ. Ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar da lassen, ob ihr mit dem Junk Journal auch irgendwie was am Hut habt oder ob ihr da, wie ihr das eben findet. Das würde mich ganz interessieren, wer da von euch eigentlich in dieser Richtung mit mir unterwegs ist oder mit mir vielleicht auch erst anfängt. Also es wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wer damit noch nichts am Hut hat, aber wen es vielleicht auch einfach mal interessieren würde, da was damit zu machen. Ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch in der Richtung. Fangt einfach an, wenn ihr Lust drauf habt, macht einfach so, wie ihr denkt. Ich versuch's jetzt einfach so mal und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also, schöne Ostern, bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Kopf hoch und Füße auf den Boden. Macht's gut!